So, meine Freunde des Handels, ich bin heute wieder auf einer riesigen Wiese, wie man im Hintergrund gut sieht. Schauen wir mal, was wir heute finden. Hier war ursprünglich eine Schlacht vom Napoleon. Genau. Auf gut Fund. Bis bald. So, erster Fund des Tages war nicht weit drin. Ist, wie man hier sieht, Alufolie. Weiter geht's. So, meine Freunde des Handels, der zweite Fund des Tages. Es sieht sehr interessant aus. Vielleicht weiß jemand von euch, was das sein könnte. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Sieht ein bisschen aus wie ein Teil vom Flug. Wenn ihr es wisst oder glaubt zu wissen, schreibt mir einfach einen Kommentar drunter. Genau. Weiter geht's. So, meine Freunde, der nächste Fund des Tages. Wie man hier auch schön sehen kann. Eine Musketenkugel. Noch nicht abgefeuert. Sehr schön, das Teil. Weiter geht's. Ich habe jetzt einen ziemlich interessanten Fund gemacht. Hier, so schaut das Ganze aus. Ich vermute, das ist ein Beil. Es hat da oben so eine Einkerbung. Da, vielleicht sieht man es leicht. Genau hier nochmal die Seiten. Wenn jemand weiß von euch, was das sein kann, was für ein Beil. Also, ich glaube, dass sonst ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Es fühlt sich ja ehrlich gesagt so hinten ein bisschen dicker, vorne ganz schön dünn. Wenn Sie mal was, schreibt's mir's. Genau, danke. 2 Meter weiter, nächster Riesenfund. Ein Hufeisen. Man merkt halt, wir sind direkt auf dem alten Schlachtplatz, wo anscheinend noch nie jemand war. Ist super Sache. So kann es weitergehen. Also, das Hufeisen bringt jetzt Glück. Auf den nächsten großen Fund. Bis bald. Nächster großer Fund ist mit Gold wert 3 Kämmer. Schaut sehr interessant aus, ist ein Bruchstück auf jeden Fall. Machen wir uns später mal sauber und schauen uns das Ding genau an. Aber ich glaube, dass das nichts ist, das ist einfach ein Schrott. Mei, hilft nicht. Gehört dazu, weiter geht's. Das muss man auch erst mal schaffen, ohne Pinpointer das Ding zu finden. Das habe ich gerade zufällig beim Aushub gesehen. Das ist eine Münze. Zwar ist das Ding komplett verrostet. Aber immerhin, Münze. Na, schauen wir nochmal. Kennen tun wir gar nichts. Ja, gut, hilft nicht. Münzleiche. Weiter geht's, da die Song. Jetzt nochmal unterbrechen, zurück zum Thema zum Video. Auf der Münze ist ein silberner Schein. Ich muss das mal sauber machen. Es kann theoretisch ein Kreuzer sein, weil es so klar ist. Es darf drauf passen. Ich muss die mal sauber machen. Vielleicht kann ich noch was retten, wenn ich was retten kann. Seht ihr anschließend ein Foto, wenn ich nichts retten kann. Mei, dann ist halt nichts, hilft nicht. Dann seht ihr kein Foto. Genau. So, nächster Fund. Hat jetzt ewig gedauert, sind einige Störsignale gekommen, aber jetzt habe ich mal wieder Aluminium gefunden. Weiter geht's. So, nächster Fund. Wieder etwas Dreck, Abfall. Yay. Vielleicht scanne ich später den QR-Code, vielleicht sehe ich dann noch. Was es denn gewesen sein könnte, also nicht den QR-Code. Ihr wisst, was ich meine. Heute nächster Fund. Ich schaue aus wie nochmal was. Lauter Dreck überall, aber um die Zeit ja normal. Wer kennt das noch? Schreibt es in die Kommentare. Dass man aufs Feld oder auf die Wiese geht und kommt zurück. Schaut aus wie nochmal was. Hier, der Fund. Es ist nichts Erstaunliches, aber es ist immerhin ordentliches Gewicht. Mei, Sendschrott. Kriegt man schon ein paar Cent dafür. Weiter geht's. Ah, Leute, ich sag's euch. Ich hab mich jetzt am Anfang habe ich mich mega gefreut. Ich habe mir gedacht, so ein tiefes Signal. Kommt mir bekannt vor. Siehe mein letztes Video. Da wo es eine Kanonenkugel war. Jetzt habe ich nochmal graben. Das war ungefähr gleiche Tiefe, 40 cm, wie man sieht, überall. Puh. Jetzt bin ich aber auch K.O. Das Loch zuzumachen, das wird Spaß machen, aber hilft nicht. Das ist der Fund. Es ist ein Teil eines Hufeisens. Meine Fundtasche, welche ich habe, wie man hier sieht, die ist mega fett eigentlich. Aber die ist randvoll, weil ich jetzt schon, glaube ich, 3 Hufeisen habe oder 2 Hufeisen gefunden habe. Eine Axt oder irgendwie sowas und.
Gott, ist da viel Schrott. Aber Schrott ist es ja gar nicht in dem Sinne, weil ein Teil eines Hufeisens wird wahrscheinlich mit der Schlacht Napoleon zu tun haben. Ich glaube, die war 1803, 1804 bei uns. Falls ich mich irren sollte, ihr wisst, schreibt es in die Kommentare, aber ich glaube 1803, 1804, also gut 210, 215, ja, 216 Jahre alt ist der Fund. Also für ein Hufeisen ist eigentlich in Ordnung. War jetzt ewig drin gelegen, aber hilft nicht. Ich bin jetzt fertig. Schauen wir mal, wie viel das heute noch geht. Weil immer so tiefe Löcher zu graben, ist dann doch irgendwie nach einer Zeit anstrengend. Vor allem, wenn alles nass ist und alles bickt, klebt, ist halt schon anstrengend mit der Zeit. Aber ich mach's gern, ist ein schönes Hobby. Mei, im Dreck wuseln, im Dreck umeinander sich bewegen. Wer tut das nicht gern? Wer so ein Hobby hat, der muss das einfach gerne tun. Genau. Außer man ist so ein Sommersondler. Wenn du ein Sommersondler bist, schreib's gerne in die Kommentare. Ich gehe bei jeder Jahreszeit. Sommer, Winter, Herbst, Frühling, etc. Ist mir egal, ich gehe immer. Ob es regnet, stürmt oder schneit. Sonnenlucke ist am Start. Genau. Und das nächste Mal ist vielleicht Francesco wieder dabei. Schauen wir mal, wie es dem zeitlich ausgeht. Und dann gucken wir weiter. Also, auf bald. Es wird schon dunkler, aber ich habe noch mal einen mega Fund gemacht gerade. Er war vielleicht 5 cm drin. Es ist ein Knopf, aber nicht irgendeiner. Vielleicht sieht man es auf dem Video. Warte, schauen wir mal. Seht ihr den Adler und die Krone? Ich muss es sauber machen. Schick euch ein Foto rein. Ich bin mega happy. Ich hoffe, die Qualität ist diesmal nicht ganz so schlecht. Aber man, glaube ich, kann es erkennen. Nice! Besser geht doch gar nicht. Super, so kann es weitergehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn es einen Daumen hoch tat. Oder kommentiert sehr gerne, wenn es möchtet. Hier erscheint gleich mein Logo, da könnt ihr mich abonnieren. Oder hier zum nächsten Video. Auf bald, euer Sonnenlucke. Ciao, ciao.